Ich hoffe mal, das wird alles gut gehen. So, ich stehe. So, ich mute mich. Und ich bin raus. Oh fuck. Ah Mann, das darf nicht wahr sein, Alter. Safety Car, Safety Car, Safety Car. Können die Leute nicht fahren, Alter? Meine Fresse, Mann. Ja, ey, es kann nicht sein, oder? Es kann nicht ja, sein. Ja, die können einfach nicht ordentlich fahren in der ersten Runde. Was ist passiert? Kein Bock mehr. Ja, die haben also vorne haben sich behakt wieder und ja, ich konnte nicht mehr ausweichen. Ja, die meinen alle, die müssen das Rennen in der ersten Runde gewinnen, Alter. Das kotzt mich so an, Alter. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheißliga hier. Aber sehen wir es mal positiv, Tim. Du hast jetzt nicht großartig trainiert, oder? Nee, aber trotzdem, das kotzt mich an. Ja, es ist scheiße. Jetzt weißt du, wie ich mich in Spa gefühlt habe. Ja. Also das ist, boah, es kotzt einen einfach nur noch so an. Und der Pitlane-Start, der hat gar nichts, also, ja. Null verloren, überhaupt nichts. In der ersten Kurve war ich schon direkt wieder dran. Erstmal Steinau abholen. Ja, aber das kann echt nicht sein, Alter. Ich hab Walter dann abgehauen. Vor allem, ey, ganz ehrlich, fürs nächste Rennen mache ich auf unseren Heckflügel irgendwie, keine Ahnung, bitte Hit hier oder so. Naja. Irgendwie sowas. Und so eine Zielscheibe mache ich da drauf. So, ich muss noch ein bisschen Werbung machen hier. Ja, und so. Also, es ist echt auch schon nicht mehr witzig, ne? Ja. Was haben wir denn? Was weißt du eigentlich, was wir als nächstes fahren? Wie Silverstone oder irgendwie sowas? Kann sein, ja. Wenn die 2 jetzt fährt, demnächst. Nächste Kackstrecke. Ja, Silverstone mag ich auch nicht. Ja, aber da kann ich wenigstens, obwohl doch, da kann ich in Kurve 1 trotzdem mehr abholen. Mann, ey, aber wer ist da noch? Fabian Walter, ne? Ja, du bist schnell im Reingefahren dann. Ja. Randall Walter kann absteigen. Was willst du da machen, Alter? Wenn 2 Meter vor dir einer auf die Bremse steht, keine Chance. Ja. Erstmal ins Replay gucken hier. Ja, genau. Guck dir das mal in Ruhe an. Okay, nee, Steinhauer und wer war das? Woods sind zwischen ins Gate gekommen. Ja, Walter. Ja, schon. Rutt und Steinhauer? Rutt und Steinhauer sind zwischen ins Gate gekommen, ja. Ja, Rutt ist jetzt 2 hinter mir. Der war wohl an der Box. Musste ja, der hat ja kein Problem mehr gehabt, glaube ich. Ja, naja gut. Glücklich, aber trotzdem, das... Ja, aber wieder in der ersten Runde. Ja, das kann doch nicht sein, Alter. Ich meine, in Hockenheim war jetzt noch nichts, glaube ich, oder? Erste Runde, da war ja... Nein. So. Echt? Ich verstehe es nicht. Da kommt mir wieder Kranfahrer Ronny ins Gedächtnis. Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Muss er mal fragen. Oh, Voltala geht an die Box. Was ist da los? Der Schaden. Oder der macht jetzt voll und fährt durch.
Safety Car in der Slab, Wallbot übernimmt ab dem dritten Sektor. 37 Runden hat er noch. Du könntest mir, ich weiß nicht, wenn du jetzt noch Bock hast, könntest du mir ansagen, wann die da vorne Gas geben. Ja, ja, na klar, ich mach. So du mir, so ich dir. Grazie mille, ich verbeuge mich gerade und das siehst du jetzt. Was sagt der Vettel immer? Oder was hat er immer gesagt bei Ferrari? Grazie ragazzi. Grazie ragazzi, genau. Irgendwas so. Hier, ich mach gerade dieses Ultima, dieses Universalzeichen von, was ist los mit dir? Kennst du dieses Meme, wo die, wo du die, diese Hand siehst und dann in der Hand passt genau die Monster, der Monster Shape rein? Mhm. Weil der Monster Shape genauso aussieht wie die Hand. Voll geil. Ach ja, Tim, Kopf hoch, komm, ey. Scheiße, ja, was? Ja, gut. Hast du den wenigstens mit allen vier Rädern blockiert? Ich glaube nicht, oder? Nö. Hast du den Join gemacht? Ich hab da, ja, ich hab da nicht mehr groß gebremst. Ich hab schon gesehen, das wird eh nix. Grüße gehen raus an der Stelle, Jörn. Konnte eigentlich da gar nicht mehr groß reagieren. Das, ich bin halt direkt da raus aus der Ecke und dann habe ich schon gesehen, die drehen sich dort vorne, Walter vor mir und der, auch voll in die Eisen und. Da wir sind jetzt einfach auf Karl, guck mal gerade, wo. Ja, ja, da wärmt man gerade zwei fleißig den Reifen auf. Ja, Janis führt? Janis führt, ja. Oha. Krass. Hab ich jetzt nicht gedacht, dass. Ah, der schaltet den zweiten. Ja, gib Gas, gib Gas. Hab ich gesehen, ey, wie er einen zweiten geschalten hat. Reifen kalt, scheiße. Da darf noch keiner überholen, das ist das Problem. Ja. Lass die Windschattenspiele beginnen. 38 komme ich vorbei. See you later. Na, gucken wir den mal zu her. Ja, der möchte dich nochmal, aber er zieht zurück. Oh fuck, ich hätte leiser machen sollen. Du bist voll laut bei mir. Oh, ja, ich kann das Mikrofon schon weiter wegdrücken, so. Ja, ja. Oder der Motor ist einfach zu leise, weiß ich jetzt nicht. Sonst waren wir zu laut. Aber jetzt ist es besser, seitdem ich Anti-Aliasing runtergedreht habe. Nur da. Wohl an. Boah, dieser scheiß Schatten von dieser Möwe, ne? Jedes Mal denke ich, da kommt mir gleich so ein Frontflügel entgegengeflogen. Junge, ey. Gucken, was du mit hier im Windschatten hast. Ich wollte gerade sagen, die haben auch einen guten Windschatten, ey, einen guten Topspeed. Ja, 342. Okay. Windschatten haben wir jetzt hier. Oh! Dann selber nochmal. Wer kommt dort? Wo ist Jungblut? Ach, der fällt, der kommt da zurück. Ich glaube, der fährt um 1 Stop, wenn er so langsam ist. Hm. Der war im Training gar nicht so langsam. Der Crash hier vorne. Ja, ich glaube nicht, oder? Jetzt rein. Oh. Ja, ja, Nordic, genau. Block einfach mal noch die Linie. Junge. Ja, genau, back mich schön in Fabian rein. Ruhig bleiben. Naja, ich bin ruhig. Also nicht ganz, aber. Tschüss. Vergiss nicht. Oh. Ganz einfach so spät wie es geht. Alter. Ich bin gekommen. Ich hab's gehört. Ja, jetzt hast du den nochmal. Direkt am Arsch. Außen probieren. Ja, außen. Oh, Jungbull von innen!
dass die im Windschatten kriegen. Saldos. Ah, jetzt steht er an, ja, genau. Oh, okay. Ja, jetzt hast du dafür erst jetzt die Jungbrüte hinter dir. Ja, ich glaube spätestens in den Lesmos wäre ich den losgeworden. Mhm. Punkte. Ich bin einfach so vorsichtig in der zweiten Schikane. Ja, besser ist, weil... Dass jetzt einer ans Ziel kommt hier heute. Sag sowas nicht. Sag sowas nicht, bevor die Flagge fällt. Schlechtes Karma. Jetzt hab ich's gesagt. Jetzt passiert's. Siebenundzwanzig Werter Steinhauer ohne Windschatten. Ich weiß. Okay. Und übrigens ja auch schon, das weißt du auch schon, selbe Taktik wie wir. Naja, hab ich dir ja sogar im Poly noch gesagt. Safety Car, Safety Car, hä? Safety Car. Gut, Rüd hat sich das erlegt. Statt 720. Oh, Rüd hat sich erlegt. Ja, aber. Ja. Hab ich mitbekommen. Ascari. Ausgang? Ja. Hat er den Werber gemacht? Weiß nicht. Also es lohnt sich überhaupt nicht in die Box zu gehen. Nee, ich hab noch 90 vorne links, weißt du, und ich hab noch 30 Liter dran. Naja, da funktionieren die Reifen eigentlich mit am besten. Fahrt, wenn da vorne einer reingeht, kriegt er euch noch. Ey, trödeln die hier rum. Ja, das kapieren die nicht. Gut, außer an der Unfallstelle, gut, da würde ich langsamer machen. Oh, da liegen aber... zwei. Oh. Wer ist denn da noch? Voltala? Nee, Kolbenbach. Hä? Ja. Der wurde abgeschossen, nein! Der hat langsam gemacht an der Stelle und dem ist einer draufgefahren bestimmt. Ach du Scheiße. Nee, andersrum. Wolfenbach war zu schnell und der ist ein Barwick ausgewichen. Ja, hat langsam gemacht und der ist ein Barwick fast draufgefahren. Und okay, hat sich dann weggedreht und ja. Steine geht rein, Jungblut geht rein. Ja. Ja, Kraft, Steinhauer, ja, Jungblut, die haben die schon so getötet. Ja. Wolborn ist drin. Auch? Ja. Oha, okay. Ja, der war drin. Ja, P8. Aber beim Safety Car jetzt oder was? Oder vorher? Ja, beim Safety Car. Okay. Interessant. Das könnte beim Wolborn eine 3-Stop werden. Sehr krass. Oh, Leute, bremst doch nicht einfach ab. Oder beim Kraft auch und Steinhauer und Co. Ja, weil wenn die jetzt in die Box gehen, dann müssten die schon ziemlich strecken, damit die ihre 2-Stopp schaffen. Runde 7 ist schon... Mhm. Obwohl, ja. bei Yasuda wundert es mich nicht. Wenn die da im 3er-4er-Zug hintereinander fahren und dann hier durch die Lesmos und so... Ich spar mal Sprit. Wieder zwei ausgefallen, ne? Das gibt ja Punkte. Also ich sag jetzt nichts, aber. Schon wieder diese Möwe. Alter. Ich erschrecke mich. So, jedes Mal gucken, welche Möwe du meinst. Ja, wenn du jetzt ins Replay gehst, kann es sein, dass du trotzdem in ihrem Loop noch fliegt, aber ich erschrecke mich jedes Mal, wenn ich diesen Schatten sehe. Der sieht original aus wie ein Frontflügel. Mal habe ich Schatten überhaupt jetzt aus? Grade, ich habe Schatten aus, glaube ich. Oder? Ja, okay. In dem Linksknick vor der Unterführung. Hast du gesehen, was ich meine? Nee, ich habe den Schatten aus, aber die Vorstellung gerade. Ja, nee, da ist immer so ein Möwenmodell und da siehst du immer den Schatten auf der Strecke. Okay.
Ich glaube, ich muss das mal einblenden im Stream, das sieht, sonst glaubt mir keiner. Wir dürfen abstellen. War. Hotala ist noch da, da könnt ihr Dickpunkte für den geben heute. Mhm. Das durchbringt. Wie viele sind überhaupt noch drinne? 14. Also, ja gut, bald heißt es nur noch ankommen. Ja. Soll ich mal jetzt hier die Leute ein bisschen baiten oder nicht? Nee. Ups! Huch! Aber geschickelte Linie darf ich ja. Ja. Jetzt habe ich Neugebauer vorne. Safety Car reinkommen jetzt. Safety Car in das Lab. Ab dem letzten Sektor. Wer führt? Schlüter. Vor McAllister und Bentonräder. Vor McAllister und Bentonräder. Oh, Bentonräder. Ich will es nicht verschreien, aber. Du weißt, was ich sagen will, glaube ich. Ja. Ja, das brüllt schon im Hintergrund. Gib ihm! Eine 5 Sekunden Strafe aus Rennergebnis für Yannick Barwick. Gefährliches Fahren gegen Heiko Koltenbach. Was? Oh, da war gelb. Der hat langsam gemacht, wegen Gelb. Ja, Moment, aber hat der abrupt gebremst oder hat der rollen lassen? Nö, der hat rollen gelassen. So wie, gut, ich habe mir das jetzt nicht genau angeguckt, aber für mich sah es nach rollen lassen oder aus. Hat der also gebieft oder irgendwas? Nö, der ist gerade gefahren. Okay. Strange. Ich meine, ich sag mal so, Also wundert mich das gerade, dass nee, das ich sag mal so, Sven ist noch in der Rennleitung, ich hab den da gerade gesehen. Grüße gehen raus. ja, also ich denke mal, die werden da schon einen Punkt haben, wenn die sagen, Ja, ich weiß nicht, ich hab's mir nicht so genug angeguckt. So, ich guck jetzt mal, wann die jetzt Gas geben hier vorne. Bitte, danke. Jetzt wärme ich mal meine Reifen auf. Jetzt bin ich gleich wieder am Sack. Wenn ich jetzt 240 Hertz Fernseher habe, ne? Dieses Mikro, das ist auf den Sack einfach. Ja, ja, kann ich mal aufmachen sollen, vielleicht. Gib Gas. Na, die sind zu langsam da vorne, Alter. Ich bin schon wieder dran. Das war zweimal gebieft und Schlüter. Komm, Neugebauer, komm. Tschüss. Oh, Alter. Ja? Ja, merkt, Alistair und Schlüter geben sich gerade. Oh, und Ben Rieder geht in Führung. Oh, bitte nicht in den Kurven, ja? Das wäre ganz lieb. Weil ich echt auf meinen Schalten hören muss. Okay, so. Damit ich nicht verschalte, alles gut. Erste und letzte Verwarnung für Max Schlüter, pushing another driver off track. Obwohl, ne? Da ist schon Janis, Alter. Aber jetzt nach dem Start fahren die alle ziemlich human tatsächlich im Zweikampf, ey. Wunderbar. Ja. So wie immer. Ich glaube, das 50er Schild ist weg. Zweite Schikane. Oh, Jan ist immer noch nicht vorbei.
Nee, nee. Auch das wundert mich ein bisschen. Weil jetzt muss ich erstmal in die Kurier mal kommen. Also ich fahr nicht viel weniger Pace, aber weniger Pace, als ich fahren könnte, als das, was ich im Training gefahren bin, ehrlich. Mhm. Ich fahr so langsam da vorne. Oder fahren die alleinste? Alter. Das wäre oder. Dann würde mich das nicht wundern, warum wir so schnell sind, oder ich. Ja doch, wir. Wir sind das Volk. Team. Ja. Das kann ich mal ausmaxen hier. Ich war eben die Zeit, die ich fast im Quali gefahren bin. Was? Alles klar. Einspielen, ich will nicht in die Box, geh weg. Sein, dass wir irgendwie in den Lesbos viel schneller sind als die da vorne oder hinter uns. Ist ja Wahnsinn, Alter. Dixie schon gar nicht mehr zu sehen. Ne? Oha. Oh, Alex Kraft. Kraft und Wolf. Auch noch hinter Jan. Ja, nicht mehr lange. Fürchte ich. Mal gucken, was dann bei deren Reifen machen. Wenn die so dicht hintereinander fährt, nicht gut ist. Mhm. Ja, du hast ja gerade den Vorteil, dass du ein bisschen ja, näher hast. Ja, genau. Keine Dirty Air, kein Windschatten, ich fahre einfach eigentlich in so einer Blase gerade. Was macht der Kraft da? Die beiden Clippers ziehen sich einfach. Oh. Kraft und Volvon an Dixobay. Repair your anus. Wollen wir mit einem Kraft vorbei? Ja, das geht jetzt wahrscheinlich runter so weiter. Oder die einigen sich irgendwann einfach. Warnung für Janis Wolborn, Kollision mit Björn Dix. Die Clippers waren noch nicht drin, ne? Die fahren immer noch. Nee, die waren noch nicht drin. Uff, Alter, das war knapp mit unserer 2-Stopp. Noch 8 Meter drin.
Aber die ziehen sich auch gegenseitig. Ja, ich weiß. Aber trotzdem, dass sie schon so lange mit dem Stoff fahren können, ist schon krass, dass ich nicht näher komme. Sehr schön, wenn die mit mir zeitgleich reinkommen. Aber ich glaube nicht. Wer weiß. Boah, ich glaube, die fahren einfach mit Jim. Denkst du echt? Ja, die müssen bis Runde 20 fahren. Fahr ich gerade aus. Wo kommt er denn? Ne, ja, der hat den die Runoff nicht richtig genommen. Weiß gar nicht, gibt es dafür eine Strafe? Eigentlich ja. Da ist nicht über die gekennzeichnete Fläche da wieder auf die Strecke zurückgekommen. Ja. Guide steht bitte gekennzeichnete Wege fahren. Vielleicht muss ich eben Boxen einfach treffen. Moment. Bin ruhig. Da rauskommst. Kommt sonst kein anderer in der Box, oder nicht gerade? Oh, Bentley, da war eine Box auf Sprechen gekommen. Eine Runde davor. Naja, schau mal, ob die jetzt gleich reinkommen. Was fahren die denn für Runden? 22.0, 22.0. Ja, Cooper bricht ein bisschen mehr ein gerade. 22.5, letzte Runde. McAllister kommt rein. Das ist der Weg. Na, könnte eng werden. Der Gas, ja. Macht nicht wieder denselben Fehler. Na, tschüss. Das ist mal meine Position. Soll ich U-schreiben? Eigentlich muss er mich vorbeilassen, aber lass mal. Bin ich so ein Arsch. Okay, ich schreibe U. Ja. Ja, wegen. Ja. Ja. Jetzt nicht wegen der Kollision, ne? Ne, wegen dem Karten.
muss ich einfach dranbleiben irgendwie. Drin. Aber ich kann froh sein, dass ich mal meinen Frontflügel habe, weil ich habe den am Hinterrad geklickt, glaube ich, als ein bisschen. McAllister und Heisler tauschen die Position. Ja, du Pisser, Alter. Ist ja auch nicht doof, ne? Ja. Oh, da gebabbelt ein. Ja, die Pisser, ey. Die beiden Pisser, ey. Gutes Teamplay. Ja. Und nichts anderes sagen. Die Aktion in der ersten Runde war nicht okay, aber okay. Ja. Machst du nichts. Das tut den Vorderreifen jetzt nicht gut, was ich hier mache. Bei denen genauso wenig. Ja, Barbeck vorne nicht, aber. Ich meine, McAllister hat ja schon einen halben Dreher hingelegt, aber das wird ja auch nicht gut tun, den Reifen. Ja, der ist noch Windschatten, ja, scheiße. Absicht, 100 pro. Der kommt nicht hinterher, der Barbeck, ja? Aber gleich wieder, wenn ich mit Kuba dran bin. Ja, nix drin. Bei der VM schon mal drin. Ja, aber den hast du easy. Der ist Kandidat für einen Einstopp tatsächlich. Runde 20. Ja, genauso wie Jungblut, der war noch nicht drin. Nordic und Voltala. Ja, Nordic fährt 23 Mitte 24er Zeiten, also seine Reifen brechen gerade anscheinend ein. Okay, fahren beide rein. Oh, Jugendblut fährt echt, eigentlich echt gute Rundenzeiten gerade. Dafür, dass seine Reifen schon echt alt sind. Ja, das sind halt die
Die gehen noch ganz gut bis 60%. Ja, ich kann sie gerade an Instagram bleiben, aber schon schwierig. Ja, abwarten, bis deine Reifen dann tot sind. Der hatte den heftigen Slide gehabt in der ersten Kurve. Naja, gerade auch wieder in der ersten Ausgang. Ich bin immer so auf 1, 1,2 bin ich dran. Beim Barwick los und noch nicht folgen kann. Bist so in etwa 7-8 Zehntel schneller als Jungblut gerade. Okay. Letzte Runde 1,2. Wollen wir auch, aber irgendwie mal nicht. Okay. Ja, sehr lange. Mhm. Sind 14 Runden gefahren, doch. Wollen wir noch vor uns rausgekommen? Ja. Direkt vom Big Alistair. Ja, der bin ich mit 16 Jahren. Aua, nicht so doll!
Ja, Steinhauer. Da hab ich die erste Kurve ein bisschen nicht gekriegt. Nur ein bisschen. Nicht so richtig lösen, oder? Nee, nicht wirklich. Der Windschatten ist stark in dir. Ein bisschen viel Körper. Robotalas. Was soll ich das schon haben? Nee. Eine 5 Sekunden Strafe für Life Nordic. Kollision mit Alex Reuterler. Ja, dein linker Vorderreifen sagt auch langsam nein, oder? Mhm, 71. Geht man richtig hier, Paraboliker? Naja, aber auch ein bisschen spät gebremst, muss ich sagen. Ach so. Bremsräder geht rein. Schon wieder? Ja. Also, was sollte das denn jetzt? Kurz am Mittelstint. Ja. Vorsicht, erster Sektor, wenn wieder ohne Frontdeckflügel. Was ist denn da passiert? Ja, meine Vorderachsen gehen gerade auf.
alles kaputt hier vorne, bin ich bei 66. Oh, der hat sich verbremst. Aus der Box ist er rausgeschlittert. Ausgedreht aus der Box? Ja, sah komisch aus wie ein Leck, aber... Vielleicht muss nächste Runde rein. Ja. Achtung, Ausgang, erste Schikane, Störungsvorteil. Ich muss nicht drüber fahren. Ja, wir wissen ja alle, was passiert dann. Rechne bitte mal. Ja. Ja, kannst los. 3,6 mal 10, ah, das sind 36, da brauchst du gar nicht rechnen. Wollte schon sagen, da brauche ich keinen Taschenrechner für. 10 Runden muss ich noch fahren. Oder sehe ich das falsch? Eigentlich 9, aber ja, mit Ausholrunde dann, ja, danke einfach. Ich habe ja viel zu viel Sprit drin. Ich hätte sonst wieder 50 reingemacht, weißt du? Nee, das 3,6 mal 10. Ja, sind 36. Ich habe so eine Vermutung, dass Barwick durchfährt, dass er deswegen zu langsam war. Aber wenn jetzt nichts mehr passiert, kannst du schon mal nicht mehr schlechter als P8 werden. Ist ja schon ganz gut. Wenn jetzt keiner mehr reingeht. Ja, Björn noch mal reinkommt. Moment. War der schon drin? Das Safety Car war drin. Björn sollst du so kriegen. Fährt 23er. Jetzt ist die Frage, wo der gerade ist. Da ist circa 5 Sekunden vor dir. Ach, in der letzten jetzt, ne? Kann das sein? Ja, das ist eine Paraboliker. Der fährt durch, meinst du? Das kann passieren. Ja, da lohnt sich jetzt auch nicht mal für 9 Runden einzugehen. Da ist jemand in der Box, da qualmt jemand in der Box. Wahrscheinlich Ben wieder. Ben wieder, ja. Na gut. Riedmüller auf 4. Der fährt durch. Jietmüller. Jietmüller. Ja, der hat sein erstes Ding schon übel lang gezogen. Gut gefahren, würde ich dann mal sagen. Ja, ja. Der fährt immer noch solide Rundenzeiten. Wie schafft er das, die Reifen so lange am Leben zu halten? Der ist jetzt über 20 Runden auf dem Reifen. Fährt immer noch eine 21,9. Danke. Ich hab zwei meiner Lesbe verloren. Ja, sorry, ich muss mich gerade aufregen. Ja. Ich glaube, Barwick werde ich nicht mehr kriegen. Ob das einfach zu schnell wäre. McAllister meine ich. Aber vielleicht Jörn. Also wenn die zwei sich behaken eventuell. Dann wird aber knapp jetzt. Kannst du mir die Rundenzeiten von Jörn durchgeben? Also die jeweils letzte immer. Letzte war
Jetzt 22,9. Weil fast eine Sekunde schneller als er. Jo. Den schon am Getriebe. Ich kann nicht nur hoffen, dass er sich wenigstens ein bisschen wehrt. Wahrscheinlich nicht. Nee, da ist das echt langsam auf dem Geraden. 22,3 bin ich jetzt einfach mal. Hat er den Rast vorbeigelassen? Er ist jetzt letzte Runde in 22,7 gefahren. Hoppla. Könnte knapp werden. Push, push, push. Das ist struggling. Ja, ein Stopp auf Stopp ist halt schon eine Aufgabe. Ist hart, ja. Wenn er jetzt freie Bahn gehabt hätte und nicht hätte kämpfen müssen, dann hätte es vielleicht funktioniert. Auch von der Face her, aber... Mhm. Wenn du dir bei mir der von Greifen kaputt fährst, ist das schon... 22,8 jetzt wieder. Jetzt Format für Lösung. Okay. Ich glaube noch 3 Runden habe ich oder so, ne? Oder 4? 3. Scheiße. Zu viel Druck. Kriegst du. Also auf jeden Fall. Thank you.
Mensch, Iggy. Schlaus lässt du mich nicht frei. Tschüss. Sauber. Ich wollte eigentlich gerade vor den Kurven noch sagen, pass mal auf, nach den Kurven ist eine Sekunde weg und jetzt ist der genau eine Sekunde weg. Ja, schade, P6 oder so wäre wahrscheinlich auch drin gewesen, oder? Naja. Ich weiß nicht, was ich da noch so hätte abrufen können. 100 Pro du auch. Ja, wahrscheinlich gegenseitig gezogen. Mhm. Ja, glaube ich auch. Ja, wenn das Ding mit den Clifford nicht gewesen wäre. Ja. Konzentration. Oder wohl ein mutiger Marshall, der ist schon vorweg gerannt. Mann, warum kriege ich denn jetzt die Schikane auf einmal? Das gibt's doch gar nicht. Ich hab auch oft genug gut gefahren. Learning by doing. Aber echt. Das ist Comprehension, ne? Hm? Workbook, Junge. Alter, ja, das ist in guten alten Zeiten eigentlich schon richtig. So. Kraft geht in die letzte. Ich hab kurz gedacht, du sagst jetzt, der geht in die Box. Hätte ich gefeiert. Komm auf die schnellste Runde. Egal, scheiß auf den Sieg. Aber Kraft führt noch? Ja. Mit der zweiten Sekunden, also das sollte das Safe haben. Ja, hätte er jetzt aber mal langsam verdient. Ja. Oh, jetzt geht mein Motor hoch, pass auf. Bei meinem Glück. Oder der Bildschirm geht aus. Oder der Bildschirm geht aus. Oder der Bildschirm geht aus. I got you, homie! Eins von beiden. Boah, Alter. Oder eine Bremse, das wäre jetzt auch noch. Die Bremsen sind aber super. Und Sam's ja. Schon wieder getroffen, Alter. Ich krieg die Krise. PB ist zurzeit ein 21,5. Mal gucken, ob du die bekommst, die PB. Nein! Es war so klar wieder. Es war so klar. War wieder so klar. Alter, ich krieg die Krise. Bildschirm aus hier? Ja. Oh nee, oder? Ich will nicht aufhören.